In Sachen Hochwasser. Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Tagelang anhaltender Regen. Herrscht in vielen Gegenden Deutschlands weiter eine angespannte Hochwasserlage. Die Hochwasserlage an der Helme. Für teils gefährlich hohe Pegelstände. Es ist natürlich der News-Bereich, der natürlich dann auch etwas braucht, wo es hochschwemmt. Ne? Heute ließ der Regen zwar nach, aber in den kommenden Tagen soll er wieder stärker werden. In Sachen Hochwasser stand es gestern ja spitz auf knapp. Wenn es krasse Unwetterereignisse gibt, dann hat es natürlich einen Nachrichtenwert und dann muss es halt auch in die Hauptnachrichten, weil man ja auch die Menschen warnen möchte. Und dann sind wir auch als Experten tatsächlich gefragt, sind dann im Studio und kommentieren halt die Ereignisse. Özden Terli, Diplom-Meteorologe. Er gehört zum Wetterteam des ZDF und arbeitet in Mainz. Alle im Team sind wissenschaftlich ausgebildet. Täglich gibt es von ihnen Wetterprognosen. Außerdem erklären sie die Zusammenhänge von Klimaveränderungen und den Extremen wie Hochwasser und Trockenheit. Journalistisch aufbereitet kommunizieren sie dieses komplexe Thema. Es ist ja eigentlich ein Querschnittsthema, ne? Also es tangiert ja alle Bereiche. Es tangiert jeden Menschen, jede Redaktion. Alle sind davon betroffen. Es ist eine systematische Veränderung der physikalischen Parameter auf unserem Planeten. Davon kann sich niemand freimachen. Doch lange hat zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen nur unzureichend darüber berichtet. Eine Studie der Universität Hamburg kommt zu dem Schluss, im Zeitraum von 2009 bis 2018 wurde in der Tagesschau dieses Thema fast gar nicht aufgegriffen. Klimaberichterstattung hat im Fernsehen erst ab 2018 zugenommen. Dabei wird noch zu selten in Beiträgen und Nachrichten darüber berichtet, wie Lösungen aussehen können. Das muss sich ändern, sagt Maren Urne, Professorin für Medienpsychologie. Sie gibt für Journalisten und Journalistinnen Workshops zu diesem Thema. Die wichtigste Voraussetzung aus meiner Erfahrung und dem professionellen Hintergrund, um Menschen dazu zu bekommen, ihr Verhalten zu ändern, ist, wenn sie selbst von einer Sache überzeugt sind. Und das ist das Tolle, wir wissen, wie wir das machen können. Denn die Währung, die dafür am allerwichtigsten ist, sind Emotionen. Und wie kommen wir da dran? Und das ist auch klar, aber das ist anstrengend und gleichzeitig wunderbar schön, indem wir ehrlich darüber sprechen. Und das tun wir nicht genug. In Alten Weddingen in Sachsen-Anhalt gibt es zum Beispiel einen interessanten Aspekt, der die alltägliche Arbeit auf den Feldern beeinflussen wird. Ein weiterer Feldroboter wird dem Landwirt beim präzisen Aussehen und Hacken helfen. Dadurch braucht er dann praktisch keine Pflanzenschutzmittel mehr. Ich habe mich für das Thema eigentlich schon immer interessiert, habe mich damit immer beschäftigt und habe versucht, quasi diese Themen in meiner Arbeit seit jeher zu setzen. Es hält natürlich einfach in sehr viele Themenaspekte Einzug. Also es gibt ja mittlerweile eigentlich kaum noch Themenbereiche, die man ohne Klimawandel, ohne diese Thematik denken kann. Claudia Reiser, Journalistin, MDR-Klimaexpertin. Ich arbeite ab und an auch für Klimax, die Rubrik bei Brisant. Und da ist natürlich diese Denke genau so, dass man schaut, was berührt dieses Thema über, also wo spielt es überall hinein und was kann man jetzt quasi erzählen. Nummer 3 ist aus dem Winterschlaf erwacht. In Kürze darf er wieder raus aufs Feld. Heute wird er schon mal fit gemacht. Claudia Reisers Beitrag lief bei MDR aktuell, den Hauptnachrichten des Senders. Ein Bericht über zukünftige Landwirtschaft. Es geht wirklich nur darum, andere Fragen zu stellen. Nämlich Fragen, die nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet sind, sondern wenn wir uns das wie so einen Zeitstrahl hier visuell vorstellen wollen, hier ist das Event passiert, hier ist die Vergangenheit, eben auch in die Zukunft zu fragen. Also sprich, was brauchen wir, damit es beim nächsten Mal besser läuft? Zurück in Mainz zur ZDF-Wettersendung mit Özden Terli. Der Moderator ist zu einem leidenschaftlichen Erklärer der Klimakrise, des Klimanotstandes geworden. Auf Social Media wird er heftig angegriffen. Klimathemen polarisieren, weil gerade im Netz viele Desinformationen herumschwirren. Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach guter Information groß. Die Malisa-Stiftung und deutsche TV-Sender haben in einer Studie herausgefunden, das Publikum wünscht sich im Fernsehen und Film mehr und gute Geschichten mit Klimabezug.
Das mit dem Zeigefinger kann man wirklich wieder wegstecken und man muss es positiv kommunizieren. Oft wird Klimaschutz, Menschenschutz, wird mit irgendwie Einschränkung der Freiheit kommuniziert oder es wird so kommuniziert, dass es viel kostet. Dabei sehen wir jetzt schon, was es kostet, keinen Klimaschutz zu betreiben. Es geht nicht ums Ankleben von Good News, eher darum, wie wir klimafreundlich leben, um journalistische Geschichten, die Klima und Alltag miteinander verbinden. Also eben nicht nur die Eisbären auf den dahinschmelzenden Schollen abbilden und auch nicht nur Menschen, die irgendwie gerade ertrinken oder ne, wo Dinge weggespült werden oder vertrocknen und verdürren, sondern ganz klar zeigen die Zusammenhänge zwischen unserem Handeln hier und jetzt und in der Vergangenheit und dem, was wir da beobachten. Und dann natürlich letzter und ganz entscheidender Punkt, um Menschen nicht in der Hilflosigkeit dann zurückzulassen, zu sagen, und darum müssen wir jetzt XY tun und wir müssen damit jetzt echt anfangen.